Genau, Servus Super Freddy, dass das klappt. Ich habe schon mal von Freddy erzählt, ohne den Namen zu nennen, weil das war ein Freund von mir aus Berlin, der eigentlich nur 5 Aktien hatte und eigentlich von der Performance, glaube ich, besser als 99% aller Fonds war. Without trying, ja. Sonst erzähl doch mal ein bisschen, wo du gearbeitet hast, wie du dann dazu gekommen bist und wie du die Aktien so ausgewählt hast. Und er ist eigentlich auch so ein Beispiel von so Peter Lynch, noch so vorab, dass man eigentlich das kauft, wo man sich so ein bisschen auskennt und eigentlich auch als Konsument die Sachen gut findet, oder? Das passt das auch ganz gut zusammen. Ja, doch, genau, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also ich habe ja in der Berliner Startup-Szene gearbeitet und die erste Aktie, die ich gekauft habe, war tatsächlich Apple. Weil ich ja zum einen, ich hatte die Produkte immer und fand sie sehr gut und habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich die Firma, so wie auch Google zum Beispiel, was meine zweite Aktie war, besser verstanden habe als die meisten Leute oder so sage ich ja immer die Durchschnittsbevölkerung. Und so habe ich 2014, ich glaube, eine Apple-Aktie gekauft, das war aber vor dem Split. Okay. Die haben ja einen 7:1 Split gemacht, irgendwie 2015 oder 16. Das heißt, ja, ich habe da irgendwie ein bisschen Geld übrig gehabt und habe da eine Aktie gekauft und Google-Aktien. Und ja, das lief ganz gut, wobei es gab auch einen sehr krassen Dip wieder dann bei Apple. So ein paar, da hast du mich mal angerufen. Da habe ich dich relativ schnell angerufen. Ich glaube, so am zweiten Tag sind sie, glaube ich, 1,5% runter. Ich dachte, es kam mir aber schon sehr viel vor. Dann habe ich Philipp angerufen. Philipp, soll ich alles gleich wieder verkaufen? Aber, nee, genau. Und dann 2015, das war eigentlich dann die größte Position, auch die erfolgreichste, das war Netflix dann. Das war schon früh, damals irgendwie für, glaube ich, 80 Euro. Jetzt sind sie bei 270. Da gab es auch ein paar Stock-Splits, also ich glaube, 20 fand ja. Also bei Netflix, da war ich zum Beispiel, die kam ja mal massiv runter, als sie irgendwie so von dem Geschäftsmodell geändert haben mit Blockbuster und so. Und eigentlich so als Startup-Typ fand man das ja super gut, aber die Wall Street fand es super scheiße. Ja. Ich habe damals, glaube ich, auch gekauft, aber ich bin dann irgendwie nach einer Verdopplung, Verdreifachung raus. Ja. Und da, glaube ich, hast du deinen Vorteil, dass du sagst, du hast dich gar nicht so groß mit Bewertungen beschäftigt, sondern wusstest einfach, es ist ein saugeiles Produkt, saugeile Kultur und einfach dann halten. Ich glaube, ich habe gekauft, als das Meme Netflix und Chill irgendwie so groß wurde. Da dachte ich, okay, die machen einfach mehr als ein Streaming. Die verändern komplett, wie wir Medien und wie wir Filme und Serien konsumieren. Genau, wir wurden ja vorher unterbrochen von meinen kleinen Nervensägen. Deswegen machen wir es jetzt hier zu Hause weiter, ist ein bisschen ruhiger. Ich glaube, wir haben über Netflix geredet. Genau. Vielleicht so ein bisschen, wie du auf Netflix gekommen bist, dann mit der Aktie. Weil es war ja auch eine Aktie, die sehr, wie soll ich sagen, ähnlich wie Tesla heute, da gab es so schwarz und weiß. Die einen haben es gehasst, das ist viel zu teuer. Und die anderen haben gesagt, das ist ein geiles Produkt. Ich glaube, da hat sich dann gezeigt, wo die Wahrheit war. Aber was war da dein Investment Case? Ja, also ich bin ja kein Trader sozusagen, sondern ich bin wirklich mega langfristig, so vom Horizont her. Und habe mir halt einfach gedacht, ist Netflix in 10 Jahren größer oder kleiner als jetzt? Und ich würde sagen, auf jeden Fall größer. Und das KGV war natürlich schon mega hoch und so, aber ich hatte eben das Gefühl, dass es wirklich den Markt komplett neu definiert und habe es deshalb einfach gekauft. Also ich habe generell vielleicht zwei Trades im Jahr gemacht, also Trades einfach Aktien dazugekauft, an die ich geglaubt habe, wo ich gedacht habe, wie gesagt, dass ich die besser verstehe als der Durchschnittsbürger. So. Und das lief halt ganz gut bisher. Später ist noch Facebook und Amazon dazugekommen, glaube ich auch Anfang 2015 oder... Also schon sehr früh, ne? Relativ früh. Also, ja gut, nicht super früh. Ja, ist auch schon 4 Jahre her, aber vor allem, du hast ja seitdem auch nicht mehr groß mehr gehört. Du hast ja eigentlich ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio, ne? Also was haben wir gesagt? Netflix, Google, Apple, Facebook und Amazon, ne? Genau, also eigentlich Fang. Genau, eigentlich Fang. Aber gar nicht, weil ich irgendwie... Fang kam, glaube ich, fast ein bisschen später. Ich glaube auch, der Begriff noch später, nachdem Netflix so gut gelaufen ist. Genau, und das war gar nicht so mein Ding, ich kaufe mir jetzt Fang, sondern eigentlich habe ich wirklich Apple so ein bisschen als Fanboy gekauft und dann Google noch dazu, weil ich, also wenn du auch ein Internet-Business hast, das sehr stark auf Google Ads, auch Paid Search und Organic Search beruht, dann siehst du erstmal richtig, was Google eigentlich abgreift, so von deiner Marge auch. Und das machen die sozusagen von jedem Search-based Unternehmen. Und so kam das. Und Online-Marketing wächst und eigentlich, ich glaube,
das gesamte Wachstum der letzten 5 Jahre im Online-Marketing war Facebook und Google. Also alle anderen waren immer nur so. Genau. Nee, was ich zum Beispiel bei Netflix daraus gelernt habe, also die anderen Firmen waren ja immer greifbar, irgendwie vom KGV, von der Bewertung. Man kann mal sagen, war ein bisschen teurer, aber es war alles nicht so jenseits von Gut und Böse. Ja. Bei Netflix vom KGV her schon, absolut. Vom absoluten Potenzial her. Das ist für mich so ein, ich nenne es Category Killer. Also wenn, das ist ja auch die Fantasie, warum Netflix so teuer geworden ist, denn die These hieß, Netflix tut komplett das Medienlandschaft oder TV ersetzen. Ja. Deswegen wurden diese Bewertungen jetzt aufgerufen. Ja. Sehen natürlich jetzt auch wieder, gibt es noch mehr Konkurrenz. Yeah. Und deswegen, glaube ich, da muss man dann einfach sagen, so mache ich auch so, zum Beispiel bei mir ist der Case Tesla, gesagt, ich weiß auch nicht, ob es passiert, aber sie haben zumindest die Motivation, komplett Automotive irgendwie zu disrupten. Ja, genau, das war bei Netflix der Case. Und ich meine, Facebook am Anfang, glaube ich, bei der IPO hatten die auch 100 plus KGV, wo auch alle gesagt haben, um Gottes Willen, das ist ja völliger Wahnsinn. Und stimmt natürlich auch irgendwo, aber es lief auch nicht schlecht. Ja. Die haben, ich glaube, wer darf einfach die Macht von diesen Playern nicht unterschätzen teilweise. Und es sind eigentlich auch alles Plattformaktien, ne? Was ja auch sehr, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast. Doch, habe ich, aber wobei Netflix, weiß ich nicht. Ja, doch, kann man eigentlich schon sagen, weil sie haben natürlich die Kunden und auf der anderen haben sie verschiedene Content-Arten und bündelndes. Doch, kann man auf jeden Fall so sehen, ja. Was mich noch interessieren würde, wie hast du das dann irgendwie, hast du dann jeden Monat zum Beispiel gesagt, ich spare 500 oder 1000 Euro und kaufe dann immer gerade die Aktie, oder war das mehr so, oh, jetzt ist gerade Geld da, jetzt kaufe ich die eine Aktie, und wie hast du das dann kontinuierlich jeden Monat, oder gab es da einen Prozess dahinter, wie du es gemacht hast? Ach, eigentlich nicht so richtig. Ich hatte einfach immer, wenn ich ab dem Zeitpunkt, wenn ich Geld übrig hatte, habe ich gekauft, also Beträge gekauft sozusagen, wo die Order Fee nicht irgendwie 5% ausmacht, das macht ja keinen Sinn. Und so ist es dann einfach gewachsen. Und ich habe dann auch irgendwann nichts mehr gekauft, weil ich auf Weltreise gegangen bin. Irgendwie. Ich komme gleich noch dazu. Ja. Und dann ein bisschen was verkauft und so. Also war sicher viel Glück dabei, aber ich glaube, dass die sozusagen was zu kaufen, was man einfach versteht als Business und als Industry, ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige, was ich ja auch immer sage, also man kann es sich passiv einfach machen, aber wenn man Einzelaktien ist, idealerweise, gerade wenn man anfängt, im Bereich, wo man sich auskennt, sei das, weil man in der Branche arbeitet, ist natürlich gut, oder wenn man es als Konsument auch noch versteht und einfach glaubt, es wird deutlich wichtiger. Aber du warst ja aus der Kasse. Irgendwann kamen ja auch beachtliche Beträge auch so zusammen. Wir sind ja auch noch relativ jung und sind ja auch nur 5 Aktien. Hast du da überlegt, es noch zu diversifizieren, oder wie kamst du auch so vom Risiko damit klar, oder wie hast du da irgendwas überlegt? Ja, doch, habe ich auf jeden Fall überlegt. Habe ich jetzt bisher tatsächlich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt, weil jetzt durch die Reise, durch die lange, auch irgendwie die Zeit nicht mehr so dafür da war. Aber klar, es ist mega undiversifiziert. Das ist eigentlich ein super hohes Risiko. US Tech, diese Big Five, sind sehr stark korreliert. Weiß jeder eigentlich. Netflix habe ich geschlossen, tatsächlich, die Position vor 5-6 Monaten. Eher war ja auch nicht falsch im Verhältnis. War nicht so falsch. Also sind jetzt, glaube ich, heute ähnlich wie damals so. Aber habe einfach Geld zum Weiterreisen gebraucht, eigentlich Cash. Und genau, das ist vielleicht die interessante Story. Also was man ja schon sagen will, also du hast im Startup angefangen, wir haben zusammen studiert, hast gut verdient, aber jetzt auch insgesamt einen normalen Job irgendwo gehabt und hast trotzdem eigentlich geschafft zu sparen. Und eigentlich, was du hast vorher gesagt, ich glaube, nach der Reise ist dein Aktienportfolio vom Wert so groß wie davor, und du konntest eigentlich den größten Teil der Reise, glaube ich, alles von dem, eigentlich von den Aktiengewinnen der letzten 2 Jahre finanzieren. Ja. Was doch beachtlich ist, klar, was du, kannst du ein bisschen erzählen, wo du warst, was du gemacht hast? Ja, ich war erst bei Vimdo, dem Airbnb-Competitor, an den sich vielleicht noch manche erinnern, ich weiß es nicht. Und dann habe ich Campana mitgegründet, was ein Marktplatz für Wohnmobile und Wohnwagen ist. Und genau, bin dann eigentlich auf Reise gegangen und das... Warst du in Lateinamerika? Ja, genau, war es nicht so das Teuerste, nee, aber genau, man kann schon viel machen. Ne? Also auf jeden Fall, ich glaube, im Prinzip einfach anfangen, wenn man was übrig hat, ist, glaube ich, schon wichtig einfach. Und man muss, wie gesagt, ich habe mit einer Apple-Aktie und 2 Google-Aktien angefangen, weil ich glaube, es geht eher sozusagen um diese psychologische Barriere, einfach mal anzufangen, mal was zu kaufen und was man versteht. Und es macht eigentlich wirklich auch Spaß, vor allem wenn es läuft, macht es natürlich Spaß. Und da muss man nicht irgendwie
10 Bücher lesen davor oder so. Also, das ist, genau. Kann man auf jeden Fall so machen und der Erfolg gibt dir ja auch irgendwo recht. Ja. Das fandst du manchmal lustig, weil als ich halt irgendwie auch in dem Sektor gearbeitet habe, die Leute machen sich so viel Stress, ja. Und irgendwie, dann haben sie irgendwie 100 Aktien und alles ist Panik und irgendwie letztendlich, man muss sich dann, glaube ich, oft, was ich auch immer versuche, so was sind die langfristigen Trends und dann dieses ganze Neues irgendwie zu ignorieren, was, glaube ich, deutlich schwerer ist, als wenn man professioneller Fondsmanager ist, weil man so viel Infos hat. Wenn man einen normalen Job hat, kann man sich, glaube ich, da mehr darauf konzentrieren und weiß, ja, Facebook irgendwie nutzen die Leute weiter und dann gehen sie zu Instagram. Ja, auf Nee, absolut. Also mich haben auch bei der Reise recht viele Leute gefragt, wie finanzierst du es und so weiter. Und ich habe dann manchmal, wenn ich Lust drauf hatte, habe ich kurz erzählt, ja, lief ganz gut mit Aktien. Und oh, Aktien, krass, wie man, also die meisten Leute verstehen ja nichts davon. Und den rate ich dann eigentlich im Grunde, also A, oft zu Wikifolios oder zum einfachen Anfang auch zu ETFs, wo man einfach sagt, so du, aber das Konzept ETF kennen wenige oder so vom Otto Normalbürger, die nicht in der Wirtschaft waren. Aber genau, ich glaube, als Start ist es nicht so verkehrt. Und aber wenn du wie gestartet hast, die ersten zwei, wo hast du die gekauft oder gab es da irgendwie so einen Auslöser, sagst du, ich fange jetzt mit den zwei Aktien irgendwie an? Mhm. Bei welchem Broker hast du es gemacht? Hast du ein neues Konto gemacht oder wie hast du es genau gemacht? Ich habe es tatsächlich einfach bei meiner Hausbank, Girobank gemacht, also DKB. Aber das ist jetzt nicht der günstigste oder so, aber es war auch direkt. Wenn du zwei Trades im Jahr machst, ist es eigentlich auch egal, ob du 93 oder 10 Euro zahlst. Und war jetzt auch nicht so teuer, irgendwie 5 Klicks machst du es auf und dann kannst du es einfach kaufen. Und da ging es mir eigentlich vor allem darum, sozusagen einfach mal anzufangen und wenn man dann merkt, man tradet mehr, dann kannst du ja immer mal umziehen. Ich habe jetzt auch mal ein Wikifolio Echtgelddepot, was ich irgendwie letzte Woche eröffnet habe, habe ich auch bei DKB gemacht, weil irgendwie genau waren 3 Klicks und wenn man Buy and Hold macht, ist es komplett in Ordnung. Wenn man ein bisschen mehr tradet, könnte man sich auch mal andere Sachen anschauen, da kann man ein bisschen was sparen. Ja. Aber oft ist es, glaube ich, man macht, glaube ich, mehr Fehler, wenn man irgendwie falsch verkauft mit irgendeiner emotionalen Reaktion, als ob mir jetzt irgendwie genau 5 Euro oder 10 Euro für einen Trade zu halten. Ich glaube, das hast du mir mal erklärt. Du hast mir eigentlich mal erklärt, glaube ich, dass wenn die Leute einfach halten würden, einfach mal auch durch Dürreperioden durch oder so, dann würden sie oft weniger Geld verlieren, als wenn nicht. Und ich glaube, wir haben damals, als Trump dran kam, haben wir irgendwie drüber geredet, mache ich jetzt einen Stop-Loss da rein, weil irgendwie alle dachten, alles bricht ein. Ist auch eingebrochen, aber sozusagen vorbörslich. Einen Tag, glaube ich. Das war ein krasser Tag. Und das war so minus 10 vorbörslich. Ich dachte so, oh scheiße. Aber dachte, okay, das ist jetzt eigentlich, hat es ja nicht den direkten Impact jetzt auf Apple. Also hat es jetzt doch schon mit China und so weiter, aber insgesamt war es doch positiv. Ja. Und eigentlich mit Stop-Börs hätte ich sehr viel verloren, weil es alles vorbörslich passiert ist. Und so hat es sich wieder recovered innerhalb von 2 Tagen. Also. Genau, also Stop-Loss, glaube ich, kann man mal mit einem kleinen, sagen wir mal, wo man sagt, ich will eigentlich verkaufen und sagt dann zum Beispiel, ich lasse die Gewinne noch laufen, mache vielleicht mal einen Stop-Loss mit einem kleinen Ding rein, aber generell sollte man das, glaube ich, nicht machen. Ja. Und natürlich immer, wenn man verkauft, oft ist natürlich auch so, es werden Steuern fällig, sollte man sich auch überlegen, gerade wenn man eine Gewinnposition hat, das sollte man sich doppelt überlegen. Bei einer Verlustposition kann es mal auch Sinn machen, den Verlust zu realisieren, kriegt man manchmal sogar Steuern dann zurück und im nächsten Jahr wieder kaufen. Genau, aber jetzt Netflix hast du verkauft, das bist bei den 4 anderen, da bleibst du auch erstmal dabei. Vielleicht wird es noch irgendeine China-Aktie irgendwann nochmal Sinn machen. Oder irgendwann Europa. Schon, aber erstmal Geld verdienen. Genau. Aber ich glaube, was einfach so wichtig ist, man kann, wie gesagt, auch jetzt ohne, dass man 20 Bücher gelesen hat, dass man irgendwie, du wirst dich wahrscheinlich auch nicht erst ein riesen Investment-Experten bezeichnen, aber du kennst dich in einer Industrie ganz gut aus und glaube ich, hast einfach Long-Term gemacht. Und man kann damit trotzdem ein Jahr in Lateinamerika finanzieren. Lief natürlich jetzt auch ganz gut oder mehr, ja. Aber es ist trotzdem doch irgendwo beachtlich, ne? Weil es sind vielen Leuten, ist glaube ich auch nicht bewusst. Gerade, und das ist ja jetzt erst 5, 6, 7 Jahre, ja. Wenn wir es jetzt auf 30, 40 Jahre sehen, wenn du das weitermachst, würdest du mit dem Portfolio mehr Geld verdienen, als du jetzt sagen, dein Gehalt plus 20%, wenn man sagen, wird es irgendwann netto mehr sein. Und das ist den meisten Leuten, glaube ich, nicht so bewusst. Mhm. Und man tut auch so viel Zeit damit verwenden, welchen Job ich mache. Und das ist so viel emotional. Und das andere beschäftigt man sich irgendwie gar nicht. Oder macht dann irgendeinen Finanzberater, der dann irgendeinem irgendwas reinkauft, was vielleicht nicht so passt oder höchste Provision hat. Deswegen, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man es ähnlich wie beim Autokauf mal so paar Stunden Zeit nimmt, vielleicht hier auf YouTube ein paar Bücher lesen und so ein bisschen sich einfach mal vorwagt, einfach mal den Klick bei DKB macht oder irgendwie bei Onvista oder Flatex ein Online-Broker-Konto aufmacht, mal 2.000, 3.000 Euro investiert, wie es sich anfühlt
und dann halt immer mehr. Ne? Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr noch mal ein Video machen wollt, zum Beispiel per Videocall oder wir können mal ein Portfolio auch von jemandem besprechen, wenn das jemand teilen möchte, gerne melden oder kommentieren, können wir gerne machen. Ansonsten vielen Dank und findet ihr natürlich alle Infos und Ratgeber auch auf dem Kanal. Er hat eigentlich auch ohne es zu wissen, sag ich mal, dieses Drei-Faktor-Modell der finanziellen Unabhängigkeit gemacht, deswegen er hat gut verdient. Er hat nicht super gut gespart, muss ich sagen, aber dadurch, dass er zum Beispiel kein Auto hatte oder du hast auch in einer WG gelebt, ja. Doch gut gespart, aber ich sehe da immer noch ein bisschen Optimierungspotenzial, ja. Aber er lebt ja auf ein paar Sachen ganz gut. Und er hat die Sachen halt insgesamt dann, was übrig blieb, gut angelegt und es ist einfach der Weg, um finanziell unabhängig zu werden und das kann eigentlich jeder schaffen, es liegt nur daran, wie lange es halt dann noch immer dauert.